In den schottischen Highlands ist die Wiederaufforstung der einst dicht bewaldeten Hügel ein Jahrhundertprojekt für den Klimaschutz. Thomas McDonnell und sein Team haben bereits mehrere Millionen neue Bäume gepflanzt. Ich habe noch ein paar Bäume für dich. Perfekt, ich habe fast keine mehr. Du brauchst Geduld, ein großartiges Team, wenige Hirsche und sehr viel Geld. Damit die Setzlinge eine Überlebenschance haben, lässt McDonnell massenhaft Rotwild abschießen. Denn das frisst besonders gerne die saftigen Triebe junger Bäume. Die ortsansässigen Jäger sehen ihre Traditionen durch die Naturschützer bedroht. Die Jagd ist für uns wichtig, weil sie Teil unserer Kultur und unseres Erbes ist. Einheimische Tiere aus ihrem Lebensraum im Namen der Biodiversität zu entfernen, halte ich für fragwürdig. In Glenfeshie liegt eine Länderei der Firma Wild Land. Ihr Besitzer, der dänische Milliardär Anders Haag Poulsen, hat sich der Wiederaufforstung seines Grundbesitzes verschrieben. Thomas McDonnell leitet das Projekt. Wie viele Bäume müssen wir diese Woche pflanzen? 10.000. Irgendeine bestimmte Art oder einfach eine Mischung? Eine Mischung. Also Weiden und Zwergbirken. Okay, Leute, lasst uns loslegen. Diese zuerst, die größeren. Die Pflanzlinge für die Renaturierung wählen die Männer entsprechend der jeweiligen Klimazone der Highlands aus. Heute werden sie Weiden und kleine Zwergbirken einpflanzen. Diese Zwergbirken sind gezüchtet. Sie stammen von gesammelten Samen aus der Region und wachsen in kleinen Behältern heran. Es sind Wurzelballen mit etwas Torf drumherum. Der Bedarf an jungen Bäumen für die Wiederaufforstung ist enorm. Seit 2015 haben Thomas und sein Team mehr als 5 Millionen neue Bäume gepflanzt. Unsere Vision ist es, einen Wald mit alten Bäumen, jungen Bäumen und Bäumen mittleren Alters zu haben, damit ein Lebensraum in den nächsten übergeht. Wir wollen kein Auf- und Ab-Szenario wie in der kommerziellen Forstwirtschaft. Wir wünschen uns einen Wald mit allen Altersstrukturen und Lebensmöglichkeiten, für verschiedene Tierarten wie auch Insekten. Vor rund 1000 Jahren war Schottland unter 600 Meter Meereshöhe noch von dichtem Wald bedeckt. Dann rodete ihn der Mensch, um Holz zu gewinnen und Schafe zu züchten. Um 1900 waren nur noch 5% des Landes bewaldet. Während sich die Mitarbeiter von Thomas schon auf den Weg machen, schaut er zuvor noch bei seinen Jägern vorbei. Guten Morgen, Grant. Wie geht es dir heute? Gut, und dir? Gut. Schön, dich zu sehen. Wo hast du diesen bekommen? Am Diffordsburn. Fundamentally important to our project. Das ist für unser Projekt von grundlegender Bedeutung. Wir müssen die Hirsche erlegen, wenn sie Schaden anrichten. Daher haben wir jetzt ein engagiertes Team, das fast nichts anderes tut, als die Tiere zu überwachen. Wir haben also keine andere Wahl, als die Hirsche zu erlegen. Gut gemacht. Diese Woche ist viel zu tun. Ja, ich lasse dich arbeiten. Niemand in Schottland verfolgt so radikal das Abschießen des Rotwildes im Namen des Naturschutzes wie Thomas und sein Team. In den vergangenen 20 Jahren haben seine Wildhüter nach eigenen Angaben schätzungsweise 15.000 Tiere erlegt. Dabei wird das Fleisch an Händler verkauft, die Geweihe an Touristen. Seitdem unter Queen Victoria im 19. Jahrhundert das Jagen in den schottischen Highlands seine Hochzeit erlebte, wurde der Rotwildbestand unnatürlich groß gehalten, um die kommerziellen Jagdreviere zu bedienen. Das Rotwild und dessen Vorliebe für junge Baumtriebe hat einen entscheidenden Anteil daran, dass viele Gebiete in den Highlands bis heute baumlos geblieben sind. Mit seinem Allradfahrzeug macht sich auch Thomas auf den Weg zum Aufforstungsgebiet. In rund 600 Meter Höhe will er mit seinen Kollegen heute hunderte neue Bäume pflanzen.
Mehr als die Hälfte des schottischen Grund und Bodens gehört 500 Familien oder Firmen. Sie entscheiden, ob dort Wald wachsen darf oder nicht. Ich öffne dir die Tür. Danke. Eine lange Fahrt hierher, oder? Vor allem wegen der schlechten Wege. Die Pflanzen werden hier draußen erst einmal einen Schock bekommen, vor allem wenn der Winter kommt. Wir arbeiten entlang des ganzen Hügels und werden noch viel mehr hier einpflanzen, also viel näher beieinander, so wie hier. Hier werde ich noch zwei, drei dazusetzen. Alle anderthalb Meter? Ja, alle anderthalb Meter, um sie viel näher beieinander zu halten. Der Aufwand, den Thomas und seine Männer jeden Tag in den Highlands betreiben müssen, um ihrer Vision ein Stück näher zu kommen, ist immens. Seit seiner ersten Investition in Glenfeshie hat Thomas Auftraggeber 12 weitere Grundstücke in den Highlands erworben. Mit rund 220.000 Hektar ist er inzwischen der zweitgrößte private Landbesitzer Schottlands. Es ist hart, aber lohnt sich. Das Einsetzen der kleinen Bäume ist nicht so schlimm wie das Aufhacken der Bodenpflanzen. Der Kollege mit der Feldhacke entfernt die Moosschicht, um etwas Erde zu finden und die Bäume dann darin einzupflanzen. Aber es lohnt sich. Die Aufgabe ist ein Jahrhundertprojekt. Denn die Bäume wachsen nur langsam. Zuerst brauchst du viel Geld, weil das teuer ist. Und es dauert 20 bis 30 Jahre, bevor wir vielleicht auch Einnahmen generieren werden. Du brauchst ein fantastisches Team um dich herum. Du brauchst Geduld und du brauchst eine niedrige Rotwilddichte, damit die Bäume, die du pflanzt, nicht sofort gefressen werden. Es ist nicht absehbar, wann sich hier ein selbsttragendes Ökosystem mit Wald und Artenvielfalt etablieren wird. Da unten haben wir das Hauptwaldgebiet, den kaledonischen Kiefernwald, im Jahr 2015 gepflanzt. Jetzt sind wir auf 600 Metern und wir pflanzen diese fehlende Zone, die du in Schottland nicht mehr hast, aber in Gebieten wie Südwest-Norwegen. Die Kiefernbäume hören auf, dann kommt eine Birkenzone und weiter oben in der Montanhöhenstufe sind dann Weiden wie diese hier. Das ist es, was wir hier erschaffen. Wir haben ein 200 Hektar großes Gebiet, relativ klein im Vergleich zu unseren 30.000 Hektar in Glenfeshie. Wir rekonstruieren hier eine Waldstruktur, wie wir glauben, dass sie aussehen sollte. Um die ehrgeizigen Aufforstungsziele von Renaturierungsinitiativen zu realisieren, bedarf es innovativer Lösungen. Eine davon findet sich am Ortsrand von Dundee im Südosten Schottlands. Über die vergangenen 9 Jahre hinweg hat Dave Scott gemeinsam mit Ingenieuren und Wissenschaftlerinnen mit seinem Unternehmen Intelligent Grow Solutions platzsparende Hightech-Gewächshäuser entwickelt. Hier können effizient Baumsetzlinge für die Wiederaufforstung Schottlands gezüchtet werden. Ich verwende das Tablet, um zu sehen, welche Bäume sich in der Maschine befinden. Momentan haben wir viele verschiedene Bäume in unserem Gewächshaus. Hier sehe ich gerade Eichen- und Kastanienbäume. Das sind Eichen und sie sind bei 44 von 50 Tagen. Das ist der letzte Zeitraum, den sie in diesem Turm haben werden. Jedes Detail im schwülwarmen Gewächshaus lässt sich steuern. Licht, Wasser, Temperatur und Dünger können pro Regalfach einzeln reguliert werden. Anstatt alle 24 Stunden geht die künstliche Sonne hier in kurzen Abständen auf und wieder unter. Dieser Wechsel bedeutet für die jungen Bäume wachstumsfördernden Stress.
Gleichzeitig werden sie mit künstlichem Trockenstress resistenter gemacht. Wir machen zwei Dinge. Wir versuchen, das beste Wachstumsrezept zu erstellen und härten die Baumsetzlinge dann am Ende ab, um sie so widerstandsfähig wie möglich für ihr Leben im Freien zu machen. Diese jungen Bäume über ihre verwundbarste Phase hinauszuführen, ist einer der größten Vorteile. Wir können den Ausfall bei jeder Wachstumsstufe reduzieren, angefangen bei der Keimung, die im Freien bis zu 90% Ausfall betragen kann, bis hin zu einem viel schnelleren, manchmal sechsmal schnelleren Wachstum der Setzlinge. Wenn die Bäume dann ausgepflanzt werden, sind sie überlebensfähig. Klimawandel ist ein treibender Faktor für die Nutzung dieser Technologie. Die nationale Forstbehörde pflanzt jedes Jahr 25 Millionen Bäume. Und in einem dieser Türme können wir über 2 Millionen Bäume züchten. Um dabei zu helfen, die Netto-Null-Ziele zu erreichen, wollen wir diese Technologie vorantreiben. Dave hofft, dass vor allem der Staat Interesse an seinen Hightech-Gewächshäusern zeigt und in die neue Technologie investiert. Auch wenn viele Einheimische die Renaturierung der Highlands als Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels befürworten, gibt es auch Kritiker. Vor allem traditionelle Jäger sehen im Rewilding, dem Zurückdrängen des menschlichen Einflusses auf die Natur, eine Bedrohung für ihre kulturelle Identität und wirtschaftlichen Interessen. Neil Rowntree lebt mit seiner Frau abgeschieden im Westen der Highlands. Er verdient seinen Lebensunterhalt vor allem als Jagdführer für ausländische Touristen. Ich bleiche die Schädel, damit sie exportiert werden können. Es sind Erinnerungsstücke von deutschen Jägern, die in der letzten Woche hier waren. Bald werden die Geweihe exportiert und als Erinnerung an Schottland deutsche Wände schmücken. Die Kultur, Geweihe zu behalten und unsere Wände damit zu schmücken, reicht Jahrhunderte zurück. Es war immer ein Hinweis auf den sozialen Status, wenn man ein großes Hirschgeweih über seinem Kamin hatte. Die Hirsche gelten bis heute als Symbol der Highlands. Über Jahrhunderte wurden sie vor allem vom schottischen Adel gejagt. Heute ist die Jagd ein lukratives Geschäft. Geschossen werden aber meist nur die stattlichen Hirsche. Hirschkühe und Kälber überleben und fressen am liebsten junge Bäume. Auch deshalb sind die Highlands heute nahezu baumlos. Ich habe mit 9 Jahren mein erstes Reh geschossen. Mein Vater war Jäger, sein Vater war Jäger. Es ist eine Familientradition. Als Highland-Familie hatte man nur die Wahl, zur Armee zu gehen, zur See zu fahren, Landwirt zu werden oder Jäger. Die Renaturierungsbestrebungen in den schottischen Highlands sieht Neil skeptisch. Ich glaube, in manchen Gebieten wird es kurzfristig funktionieren, die Hirschdichte zu reduzieren, aber langfristig nicht. Wenn du einheimische Waldflächen erweiterst, wirst du zum Architekten deiner eigenen Katastrophe. Im Moment sind es häufig Philanthropen, die ihr Geld außerhalb der Highlands verdienen, die die Wiederaufforstung finanzieren. Alles schön und gut. Aber was passiert, wenn der Geldfluss versiegt? In Schottland wechseln häufig die Landbesitzer. Glenn Fesci zum Beispiel hatte in den letzten 50 Jahren mehrere Eigentümer. Was passiert bei einem Besitzerwechsel? Ändert er dann den eingeschlagenen Weg auf seinem Land? Und wie wirkt sich das auf die lokale Bevölkerung und die lokale Wirtschaft aus? Wenn du mitten in einem Projekt steckst und es stoppt, könntest du am Ende schlechter dran sein als zu Beginn. Ich denke, die große Herausforderung besteht darin, wie wir als Gesellschaft anfangen, unsere natürlichen Ressourcen nachhaltiger zu verwalten und wie wir eine gesunde Wirtschaft sicherstellen können, die in der Lage ist, Menschen zu ernähren, zu beherbergen und zu versorgen, sowie Biodiversitätsziele zu erreichen und auch unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Nichts von dem, was ich im Moment über Rewilding höre, ist etwas anderes als eine schmutzige Wäsche in Schottlands Landschaft zu waschen. Es bleibt die Frage, wie im Wettlauf gegen den Klimawandel Land sinnvoll genutzt werden kann, ohne lokale Interessen aus dem Blick zu verlieren.
In Glenfeshy dient die Hirschjagd ausschließlich dem Naturschutz. Davy, als ich gestern oben an der Flussbiegung des Feshy war, habe ich gesehen, dass einige Kiefernbäume am Waldrand angefressen wurden. Ich vermute mal, es waren Hirsche aus den Nachbargebieten. Vielleicht könntest du nachsehen, ob du die bekommen kannst. Ja, kein Problem. Davy McGibbon ist der Wildhüter von Glenfeshy und macht sich wie jeden Tag auf, um Hirsche aufzuspüren. Auch wenn in Glenfeshy schon unzählige Tiere erlegt worden sind, so kommen doch immer wieder neue Hirsche in das riesige Gebiet. Ich kenne unser Land inzwischen ziemlich gut. Ich habe noch traditionell das Jagen erlernt und verwende auch noch immer traditionelle Methoden zum Aufspüren der Tiere. Eigentlich wünsche ich mir keine neuen Hirsche auf unserem Land, aber die momentane Windsituation treibt sie eher zu uns herüber. Wir werden uns das ansehen, da wir sicherstellen müssen, dass keine neuen Hirsche bei uns sind. Die Fahrt führt hinauf auf rund 800 Meter über Meereshöhe. Im Moment zum Beginn der Brunft dürfen wir nur Hirsche jagen. Hirschkühe bleiben verschont. Ich denke, wir werden Hirschkühe sehen. Mal schauen, ob auch Hirsche dabei sind. Ich werde erst mal bei den Felsen weiter da drüben suchen. Mal sehen, ob dort etwas ist. Die Steine bieten guten Schutz und die Tiere meiden den Nordwestwind. Bei Regen suchen sie gerne nach einem Unterschlupf. Durch das Fernglas habe ich weiter unten einen älteren Hirsch liegen sehen. Ich kann niemand anderen bei ihm sehen. Er hat einen guten Unterschlupf gefunden. Wahrscheinlich hofft er jetzt zum Beginn der Brunft, Zeit mit den Weibchen zu verbringen. Mal sehen, ob ich erfolgreich sein werde. Ich mache mich auf den Weg nachzuschauen. Am Ende des Tages ist es Schicksal. Es ist Natur. Ich sehe nur den oberen Teil seines Kopfes. Andere Tiere sehe ich nicht. Das ist eine gute Gelegenheit für uns, aber nicht für ihn. Noch ist der Hirsch weit entfernt. Und Davy weiß nicht, wie lange er seinen Morgenschlaf fortsetzt. Inzwischen ist Thomas weiter unten im Tal unterwegs zum Jagdschloss von Glenfeshy. Jüngst ist das Anwesen aufwendig restauriert worden. Es wird an reiche Touristen teuer vermietet. Heute sind die Gäste abgereist und Thomas will nach dem Rechten sehen. Wir sind in der Glenfeshy Lodge. Diese wurde in den 1880er Jahren als Jagdhaus erbaut. Und jetzt vermieten wir es an verschiedene Leute zum Wandern, Kajakfahren oder Mountainbiken. Der Mietpreis pro Woche beträgt um die 40.000 Pfund und beinhaltet rund um die Uhr eigenes Personal. Guten Morgen. Hallo Duncan, wie geht es Ihnen? Gut, danke, wie geht es Ihnen? Hattet ihr eine gute Woche mit den Gästen? Ja, es waren Gäste aus den USA, die durch Glenfeshy und Schottland reisen. Hatten Sie eine gute Zeit? Ja, absolut. Jetzt sind Sie weiter nach Glen Eagles. Okay, danke.
Lokalkolorit und traditionelle Jagdromantik sollen wohlhabende Schottland-Fans anziehen. Auch nach gut einer Stunde Fußmarsch durch die morastige Torf- und Heidelandschaft hat Wildhüter Davy den anvisierten Hirsch noch nicht erreicht. Als erfahrener Jäger weiß er, wie wichtig es bei der Annäherung an einen Hirsch ist, auf die Windrichtung zu achten. Die Tiere haben einen ausgeprägten Geruchssinn und können Gerüche auch aus großer Entfernung wahrnehmen. Schließlich ist der Hirsch nur noch rund 120 Meter entfernt. Für Davy eine gute Schussentfernung. Er liegt an einem guten Platz. Alles ist schön friedlich. Er ist außerhalb des Windes. Nur das Geweih des liegenden Hirsches ragt zwischen den Heidebüschen heraus. Bei dieser Entfernung mit dem menschlichen Auge kaum erkennbar. Er fängt an, das Gras anzuknabbern, das Gras auf dem Boden zu fressen. Ich denke, er steht in den nächsten 5 Minuten auf. Hoffentlich. Es ist ein 10-Ender Hirsch. Ab jetzt braucht Davy Hilfe und ruft seinen Kollegen Grant herbei. Ich habe den armen Mistkerl erledigt. Lass dein Gerät an, okay? Ja, mache ich. Entschuldige. Kein Wunder, dass er hier war. Ein sehr angenehmer, gut geschützter Unterschlupf. Kein Wind. Auch wenn für unsere Arbeit das Alter keine Rolle spielt, ich würde sagen, er ist wahrscheinlich 8 Jahre alt. Vielleicht 9. Er hat vorne ein paar abgebrochene Zähne. Aber die helfen nicht. Er wäre wahrscheinlich besser dran gewesen, wenn er ganz vorne gar keine Zähne gehabt hätte, um insgesamt einen besseren Biss zu haben. Schließlich trifft auch der herbeigerufene Arbeitskollege Grant ein, um den Hirsch mit seinem Allradfahrzeug abzutransportieren. Einst mussten Pferde diese Arbeit erledigen. Davy war früher traditioneller Jäger und ist froh, inzwischen Teil eines Naturschutzprojektes zu sein. Ich habe früher auch schon als Jäger gearbeitet, aber ich stand nicht wirklich dahinter. Mein damaliger Arbeitgeber verlangte viel Geld von seinen Gästen für das Abschießen der Hirsche. Jetzt geht es nicht mehr darum, ob Jagdkunden kommen. Entscheidend ist, dass die Bäume erfolgreich wachsen und dass sich die Natur insgesamt regeneriert. Für mich war es ein großer Schritt vom traditionellen Jäger hin zum Naturschutz und zu dem Ziel, Schottland wieder zu dem zu machen, was es einmal war. Ganz im Westen der Highlands hat Neil Rowntree auf einem Jagdgut einen Teilzeitjob als Wildhüter und Jäger. Ich bin unterwegs zur Ardnish-Halbinsel. Ich fahre heute hierher, um mit der Hirschjagd zu beginnen. Es ist eine abgelegene Halbinsel an der Westküste Schottlands gegenüber mehreren kleinen Inseln. Hier leben etwa 100 Rotwild-Hirschkühe und jetzt im Herbst kommen die Hirsche zur Brunft. Wir versuchen, die Tiere in gesundem Gleichgewicht mit ihrem Lebensraum zu halten und wir verwerten auch ihr Fleisch. Pro Jahr werde ich rund 15 Hirsche schießen und genauso viele Hirschkühe. Die Hirschjagd in Schottland hat eine lange und traditionsreiche Geschichte. Im 19. Jahrhundert erreichte sie ihren Höhepunkt.
Für die Jagdsaison wurden große Jagdgesellschaften und Reviere eingerichtet. Später wurde sie kommerzialisiert. Bis heute ist sie eine beliebte Freizeitaktivität auch für Jagdfans aus der ganzen Welt. Die Jagd ist wichtig für uns, weil sie Teil unserer Kultur und unseres Erbes ist. Lange vor der Zeit von Queen Victoria wurde in den Highlands das Jagen zelebriert. Noch immer heben die Highland-Tänzer ihre Hände über den Kopf, um die Geweihe des Hirsches nachzuahmen. Schon die Kelten verehrten den Hirsch. Er ist immer noch das ikonischste Säugetier im Land. Der Hirsch hat einen wichtigen Platz in unserer Kultur, aber auch in unserem Essen und in unserem Erbe. Und eine einheimische Art aus ihrem Lebensraum im Namen der Biodiversität zu entfernen, halte ich für fragwürdig. In seiner Funktion als Wildhüter konzentriert sich Neil bei der Jagd vor allem auf kranke und verletzte Tiere, um den Rotwildbestand gesund zu halten. Schließlich entdeckt er zwei Hirsche oberhalb der steilen Meeresklippen. Die Tiere sind in Schussentfernung. Was wir suchen, sind Hirsche mit kahlen Spitzen an ihren Geweihen. Normalerweise sind am Ende eines Geweihs zwei oder drei Enden. Wir suchen Hirsche mit nur einem Geweihende oder auch mit kurzen Köpfen. Auch Hirsche in schlechter Verfassung. Wir wollen, dass die Population in Gleichgewicht mit ihrem Lebensraum bleibt. Und wir wollen die gesündesten Tiere erhalten. Im Grunde erfüllen wir die Rolle eines Raubtiers. Okay, bereit für Action. Geladen. Doch plötzlich schrecken die Hirsche auf und rennen aus der Schussweite. Heute muss Neil ohne Beute zurückkehren. Die Highlands von Schottland verändern sich. Die feudalen Landbesitzer, die Jagdsportgrundstücke besaßen, sozusagen die Superjachten ihrer Zeit, verschwinden. Sie werden zunehmend durch extrem wohlhabende Einzelpersonen oder Unternehmen ersetzt. Für die Einheimischen ist es sehr schwer, damit klarzukommen. Daher gibt es eine soziale Komponente in dieser Vision des Rewilding. Ich mache mir auch Sorgen, weil wir unseren Konsum nicht reduzieren. Und wenn wir das nicht tun, werden wir das Tempo des Klimawandels nicht aufhalten können. Ein paar Bäume mehr und ein paar Hirsche weniger werden keinen wirklichen Unterschied machen. Die Highlands bestehen zu großen Teilen aus Mooren mit Torfschichten von bis zu 5 Metern Tiefe, die über Jahrtausende gewachsen sind. Die Torfmoore sind äußerst effiziente Kohlenstoffsenken und speichern etwa 1 Milliarde Tonnen Kohlenstoff, weit mehr als alle Wälder Schottlands zusammen. Deshalb fördert die schottische Regierung ihre Renaturierung. Inzwischen treibt Thomas McDonnell nicht nur die Aufforstung mit Bäumen voran, sondern renaturiert auch ausgetrocknete Torfmoore. Dabei werden in den vom Austrocknen bedrohten Mooren viele kleine Dämme angelegt, um den Wasserabfluss zu verhindern. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Joe. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Oh, gut, gut. Hallo, Cabana. Das ist ein langer, langsamer Prozess hier. Wir kommen langsam, aber sicher voran. Es wird sich am Ende lohnen. Ich sehe, hier liegen einige alte Baumwurzeln. Wie tief waren die? Diese hier wohl mehr als 1 Meter unter der Oberfläche. Pro Jahr wächst der Torf um 1 Millimeter, also sind sie schon vor über 1000 Jahren hier gewachsen. Und man kann immer noch das Harz riechen, als wären sie gestern gewachsen. So gut sind sie erhalten. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass es hier in der Vergangenheit einen Kiefernwald gab.
Die Arbeiten sind auch interessant, weil Großbritannien auf Grundlage des eingesparten Kohlenstoffdioxids den Handel mit CO2-Zertifikaten ermöglicht. Vielen Dank. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis später. Wir versuchen, das weitere Austrocknen der betroffenen Torfmoore zu stoppen. So könnte man das umschreiben. Wir können CO2 über den Torfmoor-CO2-Kodex in Großbritannien registrieren. Vielleicht entwickelt sich da eine finanzielle Gelegenheit, aber es ist immer noch ein neuer Markt. Wir sind uns also nicht sicher, wie sich das genau entwickeln wird. Aber es ist das erste Mal, seitdem die Bäume 1798 in Glenfeshie gefällt wurden, dass erhebliche Fördermittel in die Highlands kommen. Sichtbar sind in den weiten Tälern von Glenfeshie vor allem die Erfolge der Wiederaufforstungsbemühungen mit neuen Bäumen. Einige Leute halten Rewilding für eine Modeerscheinung. Deshalb haben wir die 200-jährige Vision für die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts unserer Landschaft ausgerufen. Ich wurde oft in Pubs und bei Anhörungen angegangen. Für dich, Thomas, ist es einfach. Du arbeitest für einen dänischen Milliardär. Nun, das stimmt. Und es ist ziemlich schwierig zu erklären, dass es nicht um uns geht. Wir schulden es dem Ort und Schottland. Wir schulden es der Menschheit, unser Bestes zu geben. Es ist ein Wettlauf gegen den Klimawandel, der kaum noch Zeit lässt, aber auch um Fördergelder.